Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld. Das Sanktum. Du musst etwas finden, das sich das Fragon-Auge nennt, damit du es der gruseligen Wächterin bringen kannst. So gruselig fand ich sie gar nicht. So sehen die Checkpoints mittlerweile aus. Ja, dann ist natürlich auch logisch, dass wir in der Mission davor die ganze Zeit rumgelaufen sind ohne Slicks, weil wir sind ja hier im Zentrum angekommen. Ah, ja. Okay. Fallen gibt es trotzdem. War halt trotzdem irgendwie ganz schön langweilig, da bloß runter zu rennen. Warum waren dort vergiftete Mudokons, wenn wir doch eigentlich bei der Wächterin sind? Na gut, sie wird das Gegengift nicht haben. Naja, egal. So, ich muss einfach drüber springen, oder was ist der... Das ist der Plan, ja? Und es gab Fackeln. Was hüpft denn da Schönes rum? Irgendwie nicht so aus, als wäre es mir freundlich gestimmt. Kommen wir irgendwie dahin? Ja, irgendwie nicht. Okay, dann machen wir weiter. Das ist eine ganze Menge davon. Weiß nicht. Da unten ist wieder so ein Fallending. Leeches mögen kein Licht. Ich hab doch die Taschenlampe noch, ne? Ich kann ja hier nicht reinleuchten. Komme ich hier irgendwo noch oben lang, dass ich die noch treffe, oder? Ja, ich glaube jetzt. Geht weg. Dreh dich rum. Ich kann nicht zur anderen Seite gucken. Warum nicht? Es geht einfach nicht. Schnell weg hier. Okay, ich hoffe, dass da nichts versteckt war oder so. Das Licht beschützt dich. Ja, habe ich verstanden. Danke. Komische Kreaturen hier unten. Also solange ich einfach nur Taschenlampe anmachen muss, ist ja alles gut, also. Alles noch lieber als Slicks. Irgendwie machen die mir trotzdem ein bisschen mehr Angst. Ich weiß auch nicht warum. Gibt wieder nur... Ah doch, jetzt noch zwei Mudokons. Zählt immer noch zu dem Rest. Na gut, wir haben ja auch noch kein Levelende gehabt, das stimmt. Justiere dein Licht, bevor du springst. Okay. Ah, hier war so ein Vieh. Geh doch weg. Ah, wir haben noch was gefunden. Weiterer Checkpoint, das ist schon mal gut. Geht weg. Bleiben die jetzt da unten oder kommen die wieder hoch? Nee, die sind... Nein, 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 mach doch. Nimmt er die Fackel hier mit, riskiert sein Leben. Gut. Also, die Viecher sind da nur kurzzeitig gebannt. Müssen hier ganz schnell durch. Hier ist Licht. Könnt ihr euch alle verpissen. Eigentlich dürftet ihr doch jetzt nicht herankommen, ne? Ja. So, geht weg. Ich brauche kurz eine Sekunde Ruhe. Nein, ach, verdammt, Entschuldigung. Ich dachte, da kommt vielleicht noch ein Geheimareal. Aber scheiße war's. Aber eigentlich ja ganz easy, ne? Einfach drüber springen, mal kurz Taschenlampe draufhalten. Nur komisch, dass ich mich hier nicht in die andere Richtung drehen kann. Das macht mir ein bisschen Sorge. Leeches kommen von überall her. Kommt der jetzt von oben runtergesprungen oder was? Nö. Geh doch weg. Hier ist Licht. Verpiss dich. Ah, nein. Geh weg. Okay, irgendwie, ich glaube, das wird doch noch ganz spaßig. Au, au, ei, der kommt durch das Ding durch. Kann doch nicht sein. So viel zum Thema, das Licht, das kommt von überall her. Da unten ist wieder so ein Ding, da darf ich nicht drauf springen. Ey, oh, direkt tot, ja. Zweimal, wo ich die Taschenlampe gehalten habe, aber ich glaube, ich war zu langsam. Gut, also wir müssen hier irgendwie... ein bisschen mehr Lack machen. Komm, verzieht euch alle. Ich will hier einfach nur durch. Ach, alles so dunkel und überall kommen irgendwelche Viecher aus den Wänden. Ich nehme es zurück, ich mag die doch nicht. Nein, ich hab doch Leuchte richtig. Gib mir ein Checkpoint-Spiel. Ja, erstmal nicht. Licht ist gut. Ich weiß, da unten war, glaube ich, noch irgendein Geheimareal, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Irgendwas war da noch in der Mauer drin.
Wir lassen das jetzt einfach mal beiseite. So, es wird etwas heller hier. Das heißt wahrscheinlich keine Sleeches mehr. Okay, es kommt ein kleiner Bus vorbei, der uns mitnimmt. Eine Plattform, also, ja, ich weiß schon, ist kein Bus. Eine Plattform, die uns transportiert. So. Das Mudokons hier unten? Ja, das sind Mudokons. Muss wahrscheinlich chanten. Ich denke mal, hier ist jetzt rechts und links nichts weiter, oder? Nö. Ich laufe trotzdem nochmal fix hin. Hier kommt auch nichts. Na gut. Dann schnell hier rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Es ist zumindest schon mal hell. Schließe diese drei Prüfungen ab. Oh, oh, jetzt wird's mystisch hier. Zündschloss. Dieser Tempel liegt im Dunkeln, seit das Magog-Kartell die Mudokons versklavt hat. Entzünde die heiligen Feuer, indem du die Zündschlosshebel umlegst. Nur wenn du alle drei Zündschlösser gefunden und entzündet hast, darfst du das Innere des Tempels betreten. Ach scheiße, da unten sind ja doch Sleeches. Und das sogar mal nicht wenige. Gut, also drei Feuer entfachen. Habe ich verstanden. Wir gehen erstmal hier oben rechts rein. Schließe diese drei Prüfungen ab, zünde die zweite Flamme an, läute die Glocke, um die Prüfung zu verlassen. Gut, hier kommen irgendwelche komischen Sachen runter. Muss wahrscheinlich einen richtigen Zeitpunkt abwarten, ja. Geh hoch. So, Checkpoint. Ah, Sleeches. Drauftreten sollten wir wahrscheinlich nicht. Super, jetzt sind wir hier runtergerannt. Sind an diese scheiß Dingerviecher gekommen hier. Alles nur dafür, dass wir eh schon voll waren. Ich treibe euch alle in den Abgrund. Weg mit euch. Fort. Kommt ihr wieder hoch? Kriegt die nicht komplett weggetrieben. Da oben hagelt's Minen und hat uns gerade abgezogen. Oh, ich glaube, die haben uns gerade abgezogen. Ach, shit. Wir sind gleich tot. Ich krieg die hier aber nicht weg. Ich muss also anscheinend drüber springen. Oh Gott, ist hier Licht? Hier ist Licht. Ein Glück. Hä? Da war aber doch Licht. Was soll das? Ah, ich stelle mich irgendwie schon wieder ganz schön doof an. Guck mal, wir können ja einerseits, können wir... Ah, geht doch erstmal weg, bitte. Wir können ja einerseits mal noch hier oben lang. Ist hier irgendwas? Hier ist ein Tor, was wir nicht aufkriegen. Anders kommen wir nicht dran vorbei. So, dann hatten wir hier Licht, aber wie wir gemerkt haben, ist das nicht das beste Licht. Ich hoffe jetzt einfach mal, die Dinger bleiben stehen. Ziehe den Hebel. Und wir haben die Flamme schon an. Gut, das war relativ easy. Geht jetzt das Tor auf? Das Tor geht auf. Da ist Licht und irgendwas Blaues. Ich weiß nicht, ob das die Glocke ist, die wir läuten sollen. Es warten auf jeden Fall schon wieder ein ganz paar Sleeches auf uns. Ah, der zieht halt immer erstmal zur Seite und man muss dann nach oben navigieren. Das finde ich ein bisschen doof. So, ich nehme jetzt erstmal den Checkpoint hier oben mit. Auch alles voll. Aber uns bringt ja gerade, so Inventar bringt uns ja gar nichts. Was habe ich denn gerade gesehen? War das bloß der Kreis von der Tür? Ich dachte, hier war irgendwas. Ah, okay, ich verstehe. Krieg die jetzt bloß leider nicht mehr hier rüber. Nein. Geht alle weg. Ich würde die eigentlich ganz gerne erstmal alle da drüben reinjagen, dass wir die komplett los sind und ich hier in Ruhe den Hebel mal ziehen kann. Na, dafür müssen wir die eine Etage runterkriegen. Das war eigentlich genau so. Und jetzt hier einmal, ja... Das sieht gut aus. Und hier nochmal. So. Dann haben wir... Boah, nee. Ey, das wären nun endlich viele, oder? Ich glaube, die hören nicht auf.
Bin mir nicht sicher, aber irgendwie sieht es gerade nicht danach aus, als würde das weniger werden. Nee, ich glaube nicht. Wie soll ich denn hier den Hebel ziehen? Ja, hier, guck doch rüber. Das war klar. Komm, bleibt alle weg. Ach Gott, die sind ja richtig nervig. Ja, hier oben geht's nicht weiter. Komme ich hier irgendwie rein? Ist hier ist kein Tor, ne? Nee. Was hat's jetzt gebracht, den Hebel zu ziehen? Entweder kommen wir jetzt hier unten irgendwo weiter. Ich muss erstmal hier unten langkommen, ohne zu sterben. Nee, hier unten geht's auch nicht weiter. Wir können nichts gegen die tun, oder? Kann ich irgendwas herstellen? So ein Fitzi-Boom? Flammenwerfer? Ja, also wir verlieren anscheinend wirklich alles, bis auf das Gegengift pro Mission. Hat sich die Frage auch mal geklärt. Tja. Achso, der Hebel hat hier drüben den Regen. Ah, alles klar. Dieser Minenfeldregen, Stein, Minenregen, was auch immer. Den hat's auseinandergesetzt. Oder gestoppt, besser gesagt. Auseinandergesetzt. Was ist denn los mit mir? Ui, knappe Geschichte. Wir sind bestimmt wieder voll. Aber zumindest ein Checkpoint. Okay. Das scheint noch relativ easy zu sein. Ich hoffe, die Skelette da unten erwachen nicht auf einmal zum Leben oder so. Ach, geht doch weg. Irgendwie konnte ich auch so durch. Habt ihr das gesehen? Nichts passiert. So. Läute die Glocke. Du hast die uralte Glocke dieser Prüfung entdeckt. Beschwöre deine spirituellen Kräfte herauf, um die Glocke zu läuten, die Prüfung abzuschließen und zu fliehen. Machen wir. Da haben wir die erste Flamme. Ach, das ist die Glocke. Also nochmal chanten wahrscheinlich. Klingelingeling. Sehr spektakulär. Ist hier noch ein Geheimareal? Nö. Dann weg mit dir. Ah, da. Na, vielleicht hätten wir da nochmal rechts laufen können. So, erste Tür ist geschafft. Dann haben wir hier drüben noch die hier. Ich glaube, das war die zweite. Wir hätten wahrscheinlich zuerst hier reingesollt. Sehen wir gleich oben anhand der Missionsdings. Zünde die erste Flamme an, genau. Aber an sich eigentlich ganz gut durchgekommen. Nee, wir müssen weiter runter. Ich sehe zumindest erstmal keine roten Kühe. Ach, ja, genau. Ich sag nichts mehr. Ach, geht doch alle weg. Die nerven mich. Die machen irgendwie so einen Stress im Spiel. Sonst konnte man eigentlich meistens in Ruhe noch überlegen, wie man vorgeht. Nicht immer. Ah, schade. Ich dachte, er hält sich da oben fest. Entweder war ich noch zu weit weg oder es ist nicht dazu gedacht, dass man da oben langlaufen soll. Ach, die schlafen wohl auch. Alter, was war denn da los? Könnte ich mich jetzt schleichen? Hören die mich da nicht? Die hier unten sind wach, aber da drüben waren Schlafzeichen. Wenn ich mich jetzt schleiche? Nee, die hören mich auch so. Die hier drüben vielleicht nicht, aber die anderen hören mich. Oha. Hä? Ich stand doch noch gar nicht auf dem Ding drauf. Och Leute, jetzt wird es irgendwie ein bisschen schwieriger. So, jetzt lasst mich, man kann halt auch nicht mal in Ruhe gucken, weil es ist, einerseits ist hier oben ist ein Checkpoint. Gut. Es ist halt alles dunkel und die Viecher machen halt echt Stress, ne? Ich würde die gerne irgendwie komplett ausschalten, aber ist leider nicht möglich. Ist halt die Frage, wie kommen wir hier am besten weiter? Ah. Stehen halt alle so blöd da. Wir müssen da oben hin. Oder wir müssen hier unten weiter. Ich weiß es nicht. Geht's hier lang? Nee, hier geht's nicht lang. Hier drüben noch irgendwas? Hier kommt auch nichts. Das heißt, wir müssen hier oben lang. Aber irgendwie... Nein, ich kann keine Taschenlampe machen, wenn ich hänge. Das ist irgendwie nicht so richtig.
Ah, jetzt sind die alle da oben drauf. Das ist doch Mist. Ihr müsst hier runter. Spring direkt da oben hin. Was ist denn, wenn wir die... Aber das schaffe ich wieder nicht. Wollte versuchen, die hier in die Ecke zu drängen. Hier hin. Dann kommen sie ja gar nicht mehr raus. Aber die springen halt immer erstmal irgendwo komplett anders hin. Das ist halt komisch. Aber was soll ich dann tun? Das heißt, entweder auf die rechte Plattform springen. Wir probieren es jetzt einfach mal, egal wie oft wir sterben. Ah, ich wollte... Entschuldigung. Ich wollte nach rechts springen. Manu. Nein, nicht da hoch. Dahin. Und dann von hier doch wieder hier. Nee. Also da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Egal, was ich tue. Dann laufen wir jetzt zurück. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das hier alles für umsonst war, aber wir konnten mit dem Aufzug ja, glaube ich, trotzdem noch ein Stück weiter runterfahren. Dächte zumindest. Nee, geht auch nicht. Okay. Also müssen wir dort weiter. Na, hier oben ist der Hebel. Ich glaube, an den kommen wir dann... Kommen wir dann ran. Und dann muss mir wirklich mal jemand erklären, wie ich hier hochkommen soll. Hier komme ich nicht weiter. Halt komisch, die Plattform sieht halt so aus, als wäre die erst da hinten. Aber sobald ich hier vorne hinspringe, löst das sofort aus. Komplett hochgesprungen komme ich nicht. Was sollen wir tun? Versuch's nochmal mit Rennen. Oh, jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir da hochgekommen sind. Ah, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen sollen. Also prinzipiell war das schon mal richtig. Aber warum sind wir jetzt eigentlich hier vorne gelandet? Wir hatten doch einen Checkpoint hier. Ja, geht doch weg. Super, jetzt hängt er da oben rum. Also wir kommen auf jeden Fall da hoch. Aber entweder müssen wir woanders landen oder wir müssen... Jetzt kommen wir wieder nicht mehr hoch. Hier geht's nicht weiter. Da drüben auch nicht. Also es muss schon irgendwie hier lang gehen, definitiv. Ach, nee doch, hier geht's. Ach Leute, sagt das doch eher. Hab ich nicht gesehen. Ach du Scheiße. Geht weg. Nein, ach. Hab das gesehen. Er ist oben gelandet. Und hat sich doch entschieden, nochmal nach unten zu springen. Das war ein bisschen ärgerlich gerade. So. Jetzt haben wir es. War eine schwere Geburt. Jetzt bitte nicht sterben. Hebel ziehen. Tür aufmachen. Wow. Warum das? Hat sich wieder nicht festgehalten, ne? Und der nächste Checkpoint. Na, ein Glück. So, hier gibt es Schaufeln, die haben Minen. In die sollten wir wahrscheinlich nicht unbedingt rein. Und dann wird es vielleicht noch Schaufeln geben, die haben keine. Nee, wir sollen damit nicht hochfahren. Wir sollen hier einfach nur dran vorbeikommen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ja. Ah gut, das war ja easy. Sah irgendwie nach was Komplexerem aus. So, die Flamme ist erzündet und wir müssen unbedingt noch die Glocke betätigen. Jetzt gucken wir mal. Guck mal, die schlafen. Wir werden direkt wach, natürlich. Wir haben Geheimareal und ich hätte gerne das Gelee Royal, deswegen traue ich mich jetzt einfach mal hier runter. Müssten wir da hinten weiter lang oder wo geht's hier lang? Oh, oh, ah, Licht, 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 Licht. Nein, hier geht's nicht lang. Licht, Licht. Er macht leider kein Licht, wenn wir rollen. Nein, spring hoch. Checkpoint. So, egal. Wir haben das Gelee Royal. Das war das Hauptziel. Hier darf ich noch nicht lang. Feuerzeug. Desinfektionstücher. Tötet 99,9% aller Bakterien ab. Den restlichen 0,1% gibst du einfach dein Taschengeld, dann bist du fein raus. Okay, ich habe leider... Nö, mein Mula gibt's nicht. Abfahrt. Hat verdientes Mula aus Mülleimern rausgezogen. Pfandflaschen gesammelt und recycelt. Andauernd furzen müssen beim Bücken. Das nenne ich auf jeden Fall mal hart verdient. So, ihr müsstet mal bitte alle weggehen, dass ich hier runter darf. Das wäre sehr nett von Ihnen.
Ach ja. Ring doch. Hier sollten wir nicht. Wir sollten nicht drauf treten, wir sollten aber vielleicht auch nicht unbedingt reinspringen, ne? Naja, es wird auf jeden Fall komplizierter. Wir machen an der Stelle aber erstmal Schluss. Ich find's krass, dass es noch so lange geht. Ich dachte wirklich, eigentlich schon bei der letzten Folge, dann ist Schluss oder jetzt spätestens noch eine Folge, aber anscheinend kommt ja doch ein bisschen was. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächste Folge. Kann keinen Winker machen. Doch, jetzt kann ich. Tschüssi.